Aber Legend of Legaia, wenn du dich dafür interessierst, Lady Arietta kann ich empfehlen. Die hat ein gutes Let's Play dazu gemacht. Ich werde es mir einfach mal selber angucken. Kann ich nicht aber mitreden. Zurück zu Alandra. Wenn es sein muss. Ist halt doof, wenn man nicht sieht, was du machst. Ich habe gerade Smaragdwappen eingesetzt und ja. Ah, du bist schon bei Wappen einsetzen. Ich bin gerade in der Höhle und kam halt da raus und. Aber mehr war da nicht, jetzt drehe ich wieder um. Das ist doch die einzige Möglichkeit, wie du zu diesem Altar kommen kannst, über diese Höhle. Deswegen war gut, dass du es gefunden hast. Ja, es gibt keinen anderen Weg, dahin zu kommen. Zu diesem Altar. Ach so, es gibt ja ein paar Altäre, da kommt man so gar nicht hin. Genau. Entweder du musst schwimmen, hast du denn schon oder alle gehst an Land, oder... Alle was? Alle Wappen? Ja. Gut. Es wurde mir zumindest gesagt, ich soll die einsetzen und diesen Schrein betreten. Bei Sorgia gibt es das letzte, ja. Und da du Sorgia schon besiegt hast, kannst du diesen Schrein jetzt betreten. Sorgia an sich war nicht mal so schlimm, aber nur der Schaden, den er ausgeteilt hat. Ja. Und was ich an Sorgia nervig fand, ist, dass du ihn dann wirklich nur verletzen kannst, wenn er unten ist, also gelandet ist, sag ich mal. Das war auch ein bisschen nervig. Aber naja. Ja, aber da muss man nur ein bisschen gucken und dann geht das schon. Genau. Aber halt der Schaden, das ist abnormal. Man kann es auch übertreiben. Das Boss-Design ist klasse, aber ja, ist halt trotzdem ein bisschen über. Schon teilweise, ja. Ja, aber ich glaube, in Sachen Bossen wird nichts diesen neuen Seelenfresser da toppen können. Fand ich bisher echt am schlimmsten. Der ist auch mies. Wieso? Der dich einsaugt, oder was? Ja, diesen verkackten Staubsauger da. Ey. Na, hör auf mir mit dem. Oh, ich werfe einfach nur ein paar Bomben und dann ist er weg. Ja gut, in dem Kampf mit Giles ist er halt ziemlich ätzend. Wenn er einmal eingesaugt wird, ist Schluss. Das war nervig. Aber ansonsten... Wenn ich bedenke, ich habe mich da immer einfach vor den geworfen, mich einfach einsaugen lassen von dem Vieh. Ja, aber es geht halt sehr auf der Heilung. Ja klar, einfach Kräuter gehabt und dann, wenn es nötig war, einfach ein Kraut eingesetzt. War mir ehrlich gesagt zu riskant, weil Giles früher oder später eher eingesaugt wird. Ja gut, die Sache ist, wenn du dich halt einsaugen lässt, hört er auf mit Saugen und Giles kann wieder ein Stück nach vorne laufen. So ging's halt. Und ansonsten halt schön von der Seite jedes Mal Charge-Angriff und drauf auf das Vieh. So hab ich's bei klein gemacht und ja, auch meine ganzen Heilkräuter und so weiter verbraten und ja. Sehr stressige Methode. Ja. Aber auch mit Bomben, ich finde den echt sehr stressig, den Boss. Er dauert vor allen Dingen, weil er hält auch einiges aus. Aber einen schweren Boss trifft man, finde ich, ziemlich früh im Spiel. Und zwar war das diesen Traum von dem Surfer-Boy. Diese Seelenfresserin. Der ihn so schön mit Doppelgängen umkreist und alles. Ja, der ist nervig, vor allen Dingen, weil die Projektile von der auch ordentlich Schaden machen. Ja. Kommt so viel zugleich, das ist schon übel. Jo. Das stimmt wohl. Das war der erste Boss, der einen so richtig den Arsch aufreißt, kannst du sagen. Ja. Das stimmt. Ah, ich fand auch die Wasserhand sehr nervig. Die geht. Ja, würde ich auch sagen. Beim ersten Mal spielen? Ganz schön stark eigentlich. Beim ersten Mal hatte ich auch so meine Probleme damit, aber dann beim zweiten Mal oder ab dem zweiten Mal Charge Shot aufgeladen drauf, wenn sie rauskam. Charge Shot drauf, Charge Shot drauf. Und immer ausgewichen. Dann geht's so. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie weg ist. Das stimmt wohl. Ja. Einfach mal gewusst wie, hm? Ja. Aber Charge Shot ist sowieso die Lösung für fast alles in dem Spiel. Zumindest was Gegner angeht.
Ist halt wie die Wirbelattacke, ja, von Link. Mhm, richtig. Nur cooler. Mir kommt da gerade eine andere Frage. Was ist eure Lieblingswaffe? Also für mich geht nichts über das Schwert. Egal welche Stufe, aber... Schwert. Obwohl ich die Kugel auch sehr gerne mag. Ja, weil die so vor allen Dingen die verbesserte, die man auch aufladen kann dann. Mhm. Die macht auch schön Schaden. Ich finde auch den Raketenwerfer, den man nachher noch kriegt, sehr gut. Was? Aha. Sind wir heute wieder lustig? Nein. Gar nicht. Damit. Lass das. Du hast angefangen. Ja, ja. Hm. Merke ich mir. Und der Schiss vor dir? Komm nur her. Zu weit weg. Ist viel zu warm, jetzt kann ich jetzt aufstehen. Klebt man ja förmlich. Steht auf Stuhl. Ich klebe schon seit. Ich möchte eigentlich gerne auch was essen oder aufs Klo, aber ich klebe im Stuhl fest, ich komme nicht los. So was. Hol den Eimer. Oh, die Schüssel. Oh, hör mal damit auf. Oh Gott. Mutter, Schüssel. Zurück zu Alandra. Alandra and the Masters of the Universe. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag die Stäbe nicht. Wie geht's euch? Die Stäbe, die machen dann für eine schöne Reichweite, aber... Die Feuerstäbe sind doch cool. Feuerstab ist cool, vor allen Dingen, weil du die Stäbe aufladen kannst. Ja, aber ich bin nicht so wirklich von dem Schaden, den die machen, überzeugt. Du kannst halt mit dem Feuerstab bestimmte Gegner auch verbrennen und dadurch machst du denen noch mehr Schaden. Also noch ein bisschen mehr Schaden. Oder du lässt es einfach. Oder das. Dann mach ich das. Lieber mit dem Schwert in einem draufflashen, ja. Dann mach ich das, ja. Weil ich find's ja blöd, weil der Stab macht dann wirklich nur an einem Punkt Schaden. Mhm. Wenn du beim Schwert und auch beim Morgenstern einen gewissen Radius hast, indem du halt dann noch Schaden verteilst. Du rangehen musst. Trotzdem ist aber halt auch getroffen. Das ist halt der Nachteil. Du kannst getroffen werden. Also. Das kannst du mit allen. Ja, mit der Fackel ist es aber leichter. Psst. Stehst du weiter weg? Dann rennt der Gegner über den Schuss drüber und trifft dich trotzdem. Way. Mhm. Wie viele Wappen musst du denn noch einsetzen? Lass mal gucken. Ich habe jetzt hier noch 3. Noch 3, okay. Nee, 4. 4. Okay. Teilweise darfst du auch schwimmen, um ranzukommen. Ja klar, ich weiß schon wo, aber ich bin mehr auf der Suche nach Falken. Ah, okay. Captain Falken? Ja, Captain Falken. Ich möchte den Final Boss mit Falken Punch besiegen. Genau. Kommt da an, so Falken Kick. Dann heißt Round 2, Fight! Finish him! Falken Punch! Fatality! Ach komm, Mortal Kombat ist doch cool. Geht. Mortal Kombat. Ja, es kommt auch in Thailand, stimmt schon. Das ist nicht meins. Das Thema hatten wir aber schon mal, aber die Leute, die Zuschauer wissen es ja nicht, aber ich finde Mortal Kombat persönlich total pervers und krank. Wer nicht? Bruno, deswegen hat seine Fans. Wer drauf steht. Hab mir mal auf YouTube ein paar Videos angeguckt zu den Fatalities vom neuesten Teil. Und war so angewidert, dass ich einfach. Ich weiß nicht. Ist teilweise echt schon heftig, was die abbringen, ja. Ja, am besten sind die Babilities, diese Babyverwandlungen. Hä? Ja, du kannst anstatt den Gegner brutal umfnieten, ihn in ein Baby verwandeln.
Und dann wegkicken? Und dann gibt es halt noch eine spezielle Animation. Zum Beispiel, mein Favorit ist Sub-Zero. Ja. Der... Ja, der schifft sich in die Windel. Das seine Pisse gefriert unter seinen Füßen, er rutscht aus und fängt Zollner. Krass. Aha. Das ist zwar auch sehr eigenwilliger Humor, aber ich hab das gefeiert. Ich fand's cool. wegen der Idee, was wollte ich noch hinterher kommen. Ihr habt doch gesagt, auf der Oberwelt gibt's irgendwo noch so ein Magiekristall. In welchem Eck ist denn der in etwa? Der Magiekristall ist bei der Wüste, also in der Nähe der Wüste, da wo du in Tarns Manor, also in Tarns Anwesen, da in der Nähe gibt's doch oben so eine Kiste, die du nur erreichen kannst, wenn du die Sprungbohne benutzt und ja, da in der Nähe ist was für die Sprungbohne. Okay. Muss ich direkt mal gucken. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie du hinkommst. Also Tarns Anwesen, okay. Genau. Östlich vom Dorf. Ah gut, dann nehme ich mal einen anderen Teleporter. Kann ich mich besser orientieren. Weil ich gerade bei der Wüste war und da, ne. Du kannst den von Lurby nehmen und dann einfach den Weg von Lurby normal rausgehen. Den, wo du auch zu Lurby gegangen bist, gerade zurück. Dann bist du bei der Brücke und praktisch unmittelbar bei Tanz anwesend. Da so. Spricht der Kenner. Ja, der kennt das Spiel scheinbar auswendig, also. Ja, wenn mir ein Spiel gefällt, bleiben halt ein paar Sachen hängen. Ein paar? So, warte mal, ich bin jetzt bei der Brücke. Und jetzt nach oben, oder wie? Achso, Tarns Anwesen. Bei Tarns Anwesen ist irgendwo auf einer Klippe eine Kiste. Aha, ah ja, okay. Wenn die noch zu ist, da ist der Magiekristall dran. Aber da müsste er drin sein, wenn ich mich noch nicht erinnere. Hier, ich sehe noch ein paar Kisten mehr, okay. Direkt mal gucken. Einfach mal ein bisschen mit der Sprungbohne experimentieren. Ich meine, du siehst ja, wo du die Sprungbohne einsetzen kannst. Da sind ja diese Flecken auf dem Boden, diese, ich glaube, Pötte. Ich glaube, das sollen Blumenpötte darstellen. Mhm. Oh, da ist aber einer recht versteckt hier. Yep. So halt in der Baum hier. Ja. Fies. Und da musst du halt ein bisschen rumspringen. Ja, und einen Falken gibt es auch noch dazu. Ja, wunderbar. Mhm. Genau, da findest du eigentlich einiges noch. Was haben wir hier noch? Hä? Toll, drei Kisten mit drei Kräutern. Geld. Yay! Ja, Kräuter, ja. Jackpot. Mhm. Aber das geht dann auch noch weiter. Muss ich auch mal gucken, wo es dann hingeht. Ich sag ja, es gibt viel zu erkunden, wenn du die Stäbe mal hast. Ja, für meinen Geschmack echt zu viel. Generell, nee, ich nehm's zurück, das schlimmste Dungeon ist für mich die Oberwelt. Viel erkunden ist zwar schön und gut, aber das ist mir zu verschachtelt. Das stimmt wohl. Hast du auf der einen Oberwelt die Höhle freigesprengt? Schon? Welche? Ich glaube, neben der, oder bei der Mine, da wo der Eingang zu diesem Unterwasserparten, Pfad ist, zu, ach, wie heißt er? Zu dieser großen Statue. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Nirude. Genau, zu Nirude, da wo dieser Unterwasserpfad ist. Ich glaube, da ist, auf der Map ganz oben, ist eine Höhle zum Freisprengen. Und daneben ist auch noch so ein Pflanzending, wo du hochspringen kannst, wo du auch noch ein Item kriegen kannst. Ich glaube sogar ein Lebensdiamant. Okay, will ich mal gucken. Ja, ja, das ist krass, wie das sich ausgeht. Das ist Hammer, ja. Irre. Hm.
Puh. Na, immerhin, ich habe jetzt 41 Falken. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Super. Wie die macht. Wenn man alle Lebensdiamanten hat, hat man doch oben 4 große Dinger und alles voll, oder? Ja. Ja. Gut, das heißt, mir fehlen jetzt noch 5 Diamanten. Wenn du 45 Leben hast, dann ja. So aus. Dann ja. Ich habe gerade wieder einen gefunden, mir fehlen jetzt noch 5. Und einen kriegst du im letzten Dungeon. Einen kriegst du im letzten Dungeon, 2 im Casino noch, also und fehlen dir noch 2. Genau. Haben will. In Mortal Kombat gibt's Kratos? PS3 exklusiv. Achso. Sogar eine eigene Stage hat der Kerl da. Okay. Ich guck mir nämlich gerade die ganzen Babality-Dinger an. Sind schon lustig, oder? Ich fand den am besten mit dem Portal Gun. Ja, ist auch sehr episch. Ja. Ich sehe da einige Charaktere, die kenne ich überhaupt nicht. Tja. Ja. Schon sehr. Dabei waren da eigentlich nur alte Gesichter dabei. Also nochmal, wie bei Tans Anwesen nach oben? Bei Tans Anwesen gibt es eine. Also ich glaube, unter Tans Anwesen ist es. Da kannst du nach links gehen. Da ist ja dieses eine zum Freisprengen, zum Freimachen mit dem. Moment. Ich leite jetzt mal vor das Anwesen. So. So, jetzt gehst du runter und dann links. Und da ist ja irgendwo diese Treppe, wo dieser Block war, den du nur mit dem Flegel zerstören kannst. Mhm. Also unterhalb irgendwo. Unterhalb irgendwo. Und den machst du kaputt. Und dann ist da irgendwo ein Platz, wo du die Sprungbohne setzen kannst. Kriegt ihr halt mit, er muss nur sagen, wohin. Wie macht er das nur? Er weiß die ganze Zeit, wo Slayer ist, nur indem er sagt, ich bin da. Oh, genau, dann musst du da jetzt lang, dann hoch links und rechts und dann... Das ist unglaublich. Das sind auch noch ein paar Gegner, die du mit dem Schwert leicht vernichten kannst. Und vergiss den Busch nicht, der da links steht. Ja, so genau habe ich die Map on im Kopf. Und dann dritter Grad, Slayer, schnell, weich aus. Moment, trotzdem habe ich mich gerade verfranst. Ich bin wieder also da, wo ich jetzt gerade diesen Magiekristall geholt habe. Moment. Muss ich eher links raus? Wenn du den Magiekristall hast, dann ist ja auf der Map sonst nichts mehr. Wenn du die anderen Kisten auch hast. Ja, ich hab's alle Kisten. Dann hast du den Magiekristall da auch schon. Ja. Okay. Okay. Dann gibt's in der Map nichts mehr. Ich meine eigentlich die Hülle zum Freispringen. Ach so, bei dem Unterwasserpfad da. Von der Kirche aus rechts die Map, glaube ich, ist es. Muss ich mal gucken. Ja, das war eine Lösungsbuch, ey. Unglaublich. Krass, ja. Aber wer von euch weiß denn, ob ich nicht parallel einfach eine Map auf hab? Im Browser. Kann ja auch sein. Das wäre beschiss. Hab ich nicht, aber trotzdem. Hätte ja sein können. Dein Glück, ey. Also wie gesagt, rechts von der Kirche in der Map, ganz oben an der Wand. Mhm. Moment, ich muss erstmal durchs Dorf latschen. Wie findest du dich so gut zurecht? Ich finde die Oberwelt grausam. Ich finde die gut. Es geht, also wenn man alles hat, also ich habe es so gemacht, als ich es gespielt habe, ich bin einfach, sobald ich die Oberwelt erkunden konnte... Also man kann sie ja immer ein Stück weiter erkunden und das habe ich einfach gemacht. Einfach immer zwischen den Dungeons das erkundet, was geht, wo man hinkommt mit den Items
Und dann weißt du auch ganz genau, wo du schon warst und wo du noch nicht warst. Also ich bin jetzt bei der Kirche. So. So, jetzt gehst du rechts raus auf die nächste Map und dann ganz oben. Dann ganz oben müsste irgendwo die Höhle sein. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal. Schleim jetzt nervt nicht. Ich zieh durch. Kann auch sein, dass du sie schon freigesprengt hast, nur ich weiß nicht, ob du dann drin großartig weitergekommen bist. Das weiß ich nicht. Und daneben ist in jedem Fall auch ein Pot zum Pflanzen für die Sprungbohne. Genau, die Höhle hatte ich. Hast du dann, da warst du aber dann wahrscheinlich auch schon drin, hast die Items dort geholt? Ich glaube, da muss man schwimmen. Oder muss. Irgendwas war da. Ja, da muss man schwimmen, da ist ein Portal. Können wir mal gucken. Ja, gut. Gut, da war ich schon. Okay, da, da links nebendran ist ein Portal, ist ein links wie Sprungbohne. Weiß ich nicht, ob du das schon hast. Aber ich glaube, das habe ich auch schon. Wo du halt da oben über diesen Pfad laufen kannst und dann am Ende, glaube ich, einen Lebensdiamant oder was bekommst. Vielleicht ist es interessant zu erwähnen, dass ich ab einem gewissen Punkt einfach abgeschaltet habe, zuzuhören. Und ich einfach nicht mehr weiß, worüber sie reden. Sowas aber auch. Wie kannst du nur? So, ich schaue jetzt einfach nochmal in die olle Höhle. Da. Ich dachte aber, da war ich schon mal. Kannst ja nachgucken, wenn die Kisten geöffnet sind, dann. Ja. Dürfst du da schon gewesen sein. Darf erst mal einen halben Kilometer laufen? Oh nee, warte, war ich denn nicht schon mal? Ich dachte schon. Ja, da war ich schon. Alles klar. Gut, dann hast du das auch schon. Für ihn noch mehr Sackgassen, wo er schon war. Los, jetzt. Ich konnte es ja nicht wissen, die Parts sind ja noch nicht oben. Oder waren sie zu dem Zeitpunkt noch nicht oben? Also Slayer, das schleift ganz schön. Du kannst keinen kompetenten Support erwarten, wenn du uns keine Daten zur Verfügung stellst. Ja, wie soll ich euch Daten zur Verfügung stellen? Bitteschön. Na, live vorspielen, dass wir uns die restlichen 30, 40 Stunden mal angucken können, was du gemacht hast. Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Hey, ich habe erst 35 Spielstunden gesamt, also. Das ist ja wenig. Wie viel sind jetzt oben? 2? Du bist gemein! Nein, warte mal, du hast 40 Parts. Oben ungefähr 30 hast du, oder 45. Knapp 30 hast du noch, jeder Part eine halbe Stunde. Ja. Ein Welterkundungspart jetzt. Zwei. Pi mal Daumen macht, dass es mir zu viel rechnen. Ich höre. Wir sind schon im zweiten. Ja, 30 mal 30. Das ist ganz schön hart. Warte. Könnten 900 Minuten sein. Das ist jetzt durch 60. 10 Stunden. Ja. Komm schon mal deine 15 Stunden hin. Also kein Ding, hätten wir uns angucken können. Locker. Alles heute noch. Falls ich mich verrechnet habe, leckt mich du. Achso, die Tour hatte ich schon mal. So, ich gucke jetzt einfach mal noch bei Magyska noch ein wenig um. Weil ich glaube, da habe ich bisher wenig berührt. Guck mal bei Magyska unten rechts in der Ecke. Da könnte vielleicht noch was sein. Unten rechts? Mhm. Da in der Ecke, weiß schon. Die Ecke. Die Ecke. Markus genauer. Die ist sehr, sehr bekannt, weil es eine Ecke ist. Ich sag mal so, es gibt zu Magyska noch einen der Höhleneingänge, wo du dann oben bei Magyska irgendwo noch rauskommst, versteckt. What? Nee, da war ich noch nicht. Bei Olens Haus, glaube ich, hinten dran ist der Eingang irgendwo. Oben im Berg, wo du. Ich weiß nicht genau, in dem Fall, da gibt's noch eine versteckte Höhle, wo du halt oben bei Mount Torla da rauskommst, wo du noch Kisten sammeln kannst. Okay,
an die du sonst, wenn du in dem Gebiet bist, nicht so ohne weiteres rankommst, beziehungsweise gar nicht rankommst. Du musst durch diese Höhle durch. Na, ich hab nur gerade keine Ahnung, wo der Eingang ist dazu. Ich meine aber bei Olens Haus irgendwo hinten dran. Da ist ja diese eine Höhle links. So, an dieser Stelle, was haltet ihr von Olin? Wie fandet ihr ihn? Er war doch der heroischste aller Helden, den man je gesehen hat. Keiner kannte ihn wirklich. Er Ruhe in Frieden. Ein absoluter Einzelgänger war. Man erfährt leider auch wenig über ihn. Sehr wenig. Er hat bestimmt mal ganz große Dinge getan. Bevor er sich in sein Bett geschüttelt hat und dann weg war. Also hinter Olens Haus selbst komme ich nicht. Du kannst doch neben Olens Haus die Treppe hochlatschen. Ja, und dann runterspringen oder was? Nee, kann ich nicht. Nee, da ist doch in dem Berg links ist doch so ein Höhleneingang. Ach so, ja, den. Aber ich glaube, den habe ich schon. Es gibt in jedem Fall irgendwo noch eine... Oder war es in der Mine? Bei der Mine? Es gibt in jedem Fall noch eine, Da... Ja. Ja, da war ich vorhin, sind ein paar Felder für Sprungbohnen drin. Und oben eine Kiste, aber kein Ausgang. Kein weiterer. Okay, nee, dann ist es nicht da. Eine Fehlinformation, oh mein Gott. Wie kannst du nur? Ich bin enttäuscht von dir. Ich sag ja, ich weiß, dass es diese Höhle gibt. Ich hab nur gerade keine Ahnung mehr, wo der Eingang ist. Dazu ist es doch zu lang her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ja. So was. Dann nehme ich die auch immer zufällig mit, weil, ja, einfach erkunden. Ja, hat schon mal zufällig dran vorbei und dann... Oh. Ja, in dem Fall ist es eigentlich zufällig. Denk. Einfach mal gucken. Denk. Woher kenne ich das nur? Winnie Pooh. Ach, doch, kann ich runter. Winnie Pooh und seine tollkühne Kuh. Ach nee, falsche Serie. Falscher Film. Das war Baloo. Weiß ich nicht. Ich habe wieder was gefunden für den... Ja, für den Seeschrein. Ah. Das war vier Wappen. Platziert. Ja, das große, dieses doppelte, wenn du da bist, da kommt das letzte Wappen rein. Und dann steht auch später dann die Treppe zum Finale. Jetzt bin ich in dem Bereich mit den ganzen Wappen, ja. Einfach ein bisschen schwimmen gehen, als Tipp. So. Lass mal gucken, aber ich glaube, ich habe nur noch ein Wappen zum Einsetzen. Wie gesagt, es gibt eine Insel, wo du nur drin kommst, wenn du schwimmst. Und da ist auch noch ein Altar drauf. Nee, ich habe noch zwei. Das Diamant und das andere Granat. Das Diamant ist bei diesem Doppelschrein da. Dann machen wir das zuletzt. Weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Da kommt in jedem Fall die Treppe hin, also würde ich das zuletzt machen. Ah, ich sehe da was, Einzelnen verdammten Stein. Ja, nicht wirklich. Ich weiß ungefähr, wo die Sachen sind und wie man hinkommt, aber nicht mehr, welches Wappen wo genau hinkommt. Ausnahme Diamantwappen, weil das ist dieses Doppelte und das kriegt man zuletzt. Ansonsten keine Ahnung, welche Altar für welches Wappen. Gut, ich habe das Granatwappenteil. Jetzt fehlt nur noch der in der Mitte, glaube ich, und dann haben wir's. Genau. Dann bin ich mal gespannt, was du sagst. In der Sequenz. Oder nach der Sequenz. Die ich aber heute nicht mehr machen werde. Nein. Oh, nein. Nein. Ja, stell dich vor. Was ich aber jetzt machen werde, ich mache hier mal einen Cut, denn ich habe keinen Bock mehr für Kunden. Sehr anstrengend, ja. Sehr nervig. Also Tipp, wenn du es nochmal spielst, immer so weit erkunden, wie es gerade geht.
dann weißt du später nämlich auch ganz genau, okay, da war ich schon, da war ich noch nicht. Mhm. Macht die Sache bei Landraum einiges leichter. Okay. Mir fehlen jetzt noch drei verkackte Wappen, Falken. Dann wäre ich auf meine 45. Hätte ich meinen Sold erfüllt. Aber die hast du nicht. Die krieg ich noch. Aber noch hast du sie nicht. Ja. Wohl wahr. Und? Was willst du tun? Was soll ich denn da machen? Gar nichts. Also. Töcking Bagger nicht. Was, ich hab doch eigentlich einen Bagger. Lass mich verarschen. Natürlich. Mich rollen. Rollen, ja, ein Mehl. Sag mal, mir fällt gerade was ein. Ja? Die Sachen zu New Roots sind ja leider noch nicht online, deswegen kann ich das, konnte ich das zusammen noch nicht sehen. Bei New Root gab es ja auch einmal diesen versteckten Durchgang, wenn du so eine Statue zur Seite schiebst. Mhm. Und du zu einem Falken kommst. Hast du den gesammelt? Ja. Wunderbar. Und der wäre nämlich auch dauerhaft weg. Aber das weißt du ja. Ich glaube, ich habe in allen Dungeons Lebensdiamanten und Falken gefunden. Das ist sehr gut. Wie, der wäre dauerhaft weg? Du kommst doch nicht mehr in die Rot rein. Nachdem du mal den Boss dort besiegt hast. Ist die Tür kaputt. Dann geht nichts mehr. Okay. Ja. So, an der Stelle werde ich speichern und hier Schluss machen. Geht Bock mehr. Und ihr habt die letzten Worte. Du bist so faul. Ich weiß. Gut zu wissen, was du weißt. Ja, schöner Part, auch wenn man nichts gesehen hat. Nette Konversation geführt. Du wusstest ja trotzdem, wo er ist. Halbwegs. Ich wusste es nicht. Ja, das ist nicht lustig. Kein bisschen.